Alles gut und damit willkommen zurück zu SpongeBob Schwammkopf, The Cosmic Sucker Reaktion, Speedrunning, Glitzliss und heute in Karate. Ich hab in dem Video vom letzten Mal mal ein bisschen vorgespult. Weil so eine No-Copyright-Mucke, die kann man sich so schön nehmen bei jedem. Weil ich den Ton ausgestellt habe, weil er relativ viel redet. Aber mich interessiert halt, dass alles mit Hover lässt. Okay, er skippt da links und dann darüber. Der letzte Runner hat das etwas anders gemacht. Def K. Invisible. Blö. Invisible. Oder so. Keine Ahnung, interessiert mich nicht. Digga, ist der geil. Der Song. Ich bin gespannt, ob er auch die 2D-Passage skippen kann. Okay, er kommt darauf. Und darauf. Und darauf. Okay. Nee, Digga. Als ob. Man kann die auch ohne den Hover-Blitz skippen. Okay, den werde ich safe lernen. Den werde ich lernen. Aber ist sonst eigentlich relativ gesehen daran, wie ich finde. Da macht ja diesmal auch das nicht mit diesem Hover. Weil es ja hoverless ist, ich bin so laut. Das gibt er rüber auf das Fenster, dann skippt er darüber. Und darüber und darüber. Okay, 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 okay. Und damit sehen wir auch, dass der Run mehr oder weniger so seine Richtigkeit hatte beim letzten Mal. Da ist wieder die unsichtbare Bund. Lol. Und da kann er auch runter. Ah, so, beim Hoverglitz hat er sich beim ersten Run, den wir uns angeguckt haben, 1.1, glaube ich, war das, nicht, beziehungsweise im Video Ronic reagiert auf SpongeBob Schwammkopf The Cosmic Save Speed Run 1. LOL! Oha, der war cool, 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 der war cool. War nicht. Da hinten geht der jetzt aufs Fenster. Und jetzt ins Center hoch, okay? Da auf das Fenster, darauf, darauf. Bruder, ist der krass. Da hatte man vielleicht noch was ganz Kleines skippen können. Aber als ob man da auf das kleine Zelt drauf kann. Ronny. Wie krass, Digga. Alter, der ist skillig, der Bro. Der Bro ist skillig. Genauso wie die Musik. Ich habe jetzt ein kleines bisschen durchgeskippt. Auf jeden Fall geil. Naja, weiter. Hey!
Das gibt er darüber und skippt darüber. Gerade ist das Dobtendo-Video rausgekommen mit dem legendären Lauf aus Nintendo World Championships NES Edition. Hey lol, das war witzig. Und übrigens glaube ich, weiß ich jetzt, warum er da in der Ecke steht. Weil normalerweise müsste man dieses Teil da aktivieren, damit das Teil hochfährt. Wenn ihr versteht. Und in der Ecke denkt das Spiel, er hat das Teil aktiviert. Das ist auch gleich schon wieder vorbei. Dieser Teil. Ich wollte gerade sagen, dieses Teil, aber geil. Freu mich. Jetzt hat er sich gekillt. Warum hat er sich gekillt? Party hat! Okay, ich hör auf. War nie. Und damit war's das. Adi Fred. Danke. Und damit war's das mit dem heutigen Run. Ich würde sagen, danke fürs Run, lieber Runner. Ich werde das übrigens auch probieren, jetzt jede Woche eine Speedrun-Reaktion rauszuballern. Ballerspiel. Boom. Erstos. Ronny. Nee, Spaß. Beiseite. Wir haben gerade 14:33 Uhr. Ronny. Das war heute schon ein mega krasser Run, Alti. Ronny. Und falls ihr Bock habt auf Welt 3, Like und Abo wäre nett. Bis dahin. Süß. Klapp. Eingeslala.